Gehen wir jetzt direkt gleich weiter zum Herrn Hake von der Firma Fissmann, der uns was zu entsprechenden Nano-BHKW-Geräten erzählen wird. Ist insofern für uns spannend vom Forum aus, dass der Begriff Nano-BHKW im Forum geprägt wurde oder in der Infothek geprägt wurde. Also eine Klasse von ganz, ganz kleinen Blockheizkraftwerken, so wie sie bei mir im Keller stehen. Genau so sieht das aus. Herzlichen Dank. Auch die hervorragende Einführung jetzt über die Wärmespeicher sind genau das wichtige Thema bei den Blockheizkraftwerken und auch bei den Nano-KWK. Ich möchte Ihnen gerne drei Produkte vorstellen, die wir in dem Bereich jetzt im Hause führen. Das ist einmal die Vito Twin. Das ist der Gas-Brennwert-Spitzenlastkessel zusammen mit einem Stirling-Motor und dann das ganz neue, das erste Großseriengerät mit Brennstoffzelle, was wir jetzt in Europa einführen, die Vitovalor 300P. Ups. Na, jetzt. So. Jo, haben wir es richtig. So, warum war das gerade mit den Speichern auch so wichtig? Man muss genau wissen, wo und wann kann ich so ein Gerät einsetzen. Und wenn wir uns jetzt hier einmal schauen, ich habe das ganz einfach mal über den Bereich aufgeteilt, Neubau, das heißt die Brennstoffzelle ist für den Bereich Neubau ganz klar zu sehen, aufgrund der geringeren Leistungen, die dort gefahren werden, aufgrund des spezifischen Einsatzbereiches. Und wir haben für den Bereich des Bestandes, ich sage mal im Endeffekt für ein- und zwei Familienhäuser im Bestand, die noch nicht die Anforderungen an die der Wärmedämmung entsprechen, mit einem Bedarf größer 20.000 oder auch doch um einiges mehr am Bedarf haben. Dort können die Geräte entsprechend gut eingesetzt werden. Was bieten wir Ihnen zu diesen ganzen Geschichten? Ups, immer mal einen kleinen Fehler. So. Wir haben, fangen wir an mit den Vito Twin Geräten. Wir haben zwei verschiedene Varianten. Einmal ein wandhängendes Gerät, wie wir es auch bei uns draußen am Stand zeigen. Wir haben dort den Stirling-Motor integriert und einen Gas-Brennwert-Spitzenlastkessel. Und wir können dann an Ihr Gebäude, an das System vernünftig anschließen über einen Heizungspufferspeicher. Der ist dann abhängig oder beziehungsweise der ist dafür verantwortlich, dass Sie möglichst effizient mit der Energie, die Sie dort über das Gerät herstellen, dann umgehen. Weil ganz entscheidend, die Pufferspeichergröße, hatten wir ja gerade gehört, wie sie für das Betriebsverhalten verantwortlich ist. So können wir bei den kleinen Maschinen durch Anforderungen, die sie selber an das Gerät geben können, dann genau den Strom produzieren, wenn sie ihn benötigen. Das heißt, sie können über eine Fernbedienung zum Beispiel, wenn sie jetzt einen höheren Strombedarf haben beim Kochen, sprich den Herd einschalten oder für Waschmaschine oder Trocknerprozesse das Ganze nutzen wollen, dann können Sie eine Fernbedienung nutzen oder das über Funksteckdosen, wo Sie den Verbraucher einfach reinstecken und das Gerät dann mitbekommt, wenn der eingeschaltet wird, dass dann Strom produziert wird. Dafür muss natürlich immer Platz im Pufferspeicher sein und deswegen ist dann die richtige Auslegung dafür entscheidend. Auf der anderen Seite haben wir Vitotwin 350F, ein Kompaktgerät, was bereits einen kleinen Heizungspuffer in den unteren Bereichen des Gerätes integriert hat. Dort wird dann ein Warmwasserbereiter, je nach Ihrem Komfortwünschen, daneben positioniert und entsprechend bedient. Die ganze Einheit ist dann frei im Raum aufstellbar und dadurch haben Sie im Endeffekt auch einen noch leiseren Betrieb als bei dem wandhängenden Gerät zu erwarten. In welchem Leistungsbereich bieten wir das Ganze an? Die Vito Twin Geräte haben alle dasselbe Innenleben, das heißt, wir haben einen Stirling-Motor, der ist in der Lage zu modulieren, was sich einerseits auf der Stromseite dann mit 600 Watt bis 1 kW Leistung bemerkbar macht. Aber die Maschinen sind wärmegeführt, das heißt mindestens 3,6 kW thermische Leistung müssen in dem Objekt dann auch entsprechend abgefahren werden können oder aber in den Pufferspeicher eingebracht werden können. Und Ihnen stehen maximal 26 kW als Heizleistung zur Verfügung, zum Beispiel für die Komfortwasserbereitung
wenn Sie die dann entsprechend in Anspruch nehmen möchten. Wir haben einen Mindestbedarf von mindestens auf der Heizungsseite von 20.000 Kilowattstunden, die Sie an Verbrauch in diesem Objekt benötigen, damit Sie dann auch einen vernünftigen oder einen wirtschaftlichen Betrieb zu erwarten haben. Genau auf der Stromseite auch, dann sollten mindestens 3.000 Kilowattstunden an Eigenstrombedarf oder an Eigenstromverbrauch vorhanden sein, weil der Betrieb dann immer einmal von der Wärmeseite als auch natürlich von der Elektroseite her begrenzt ist. Und das Ganze lohnt sich für Sie natürlich dann immer, wie es auch schon vorher gesagt worden ist, wenn Sie den Strom für sich nutzen. Das heißt, zugekauften Strom dadurch ersetzen, dass Sie selber den Strom produzieren, den Sie benötigen und möglichst wenig dann ins öffentliche Netz davon eingeleitet werden muss. Wir haben bei der Maschine die Möglichkeit, auch mit Flüssiggas zu fahren. Das heißt, dort, wo Sie vielleicht Ölkessel noch eingesetzt haben, gibt es eine Alternative, dass auch Sie auf diese Technik zurückgreifen können, wenn Sie dann auf Flüssiggas umstellen, wenn Sie nicht auf Erdgas zurückgreifen können. Auch da lassen sich wirtschaftliche Komponenten oder Fahrweisen erreichen. Wir haben dann da eine Kooperation mit Primagas, die Ihnen entsprechende Lösungen auch auf der Flüssiggasseite anbieten können. Wir haben bei den Nutzungsgraden des Stirling-Motors beziehungsweise dann mit dem Gasbrennwertkessel einen Gesamtnutzungsgrad von 98% bezogen auf den unteren beziehungsweise 109% auf den oberen Heizwert. Das heißt, wir gehen höchst wirtschaftlich mit der eingesetzten Energie um. Sie profitieren weiterhin bei diesen Geräten von einer geringeren Abhängigkeit von den stark steigenden Strompreisen in der Zukunft, halt durch die Eigenstromproduktion und die Selbstnutzung. Dafür sind die Geräte ja schließlich gedacht. Dann haben Sie die Möglichkeit, durch die intelligente Regelung, die dort vorgesehen ist, dass Sie bis zu 2 Stunden stromgeführte Fahrweise fahren können. Das heißt, Sie haben im Zubehör die Möglichkeit, Funksteckdosen zu nutzen, in die Verbraucher eingesteckt werden, die dann automatisch den Stirling anfordern, wenn der Bedarf ist, oder dann selber über eine Fernbedienung das Ganze ansteuern, wenn Sie den Verbrauch haben. Dafür wird extra im Pufferspeicher immer Freiraum gehalten durch die Regelung, sodass Sie mindestens 2 Stunden die thermische Leistung des Stirling dann auf dem Puffer fahren können. Dann als weitere, weil wir unseren Leistungen natürlich vertrauen. Wir geben 5 Jahre Garantie auf den Stirling-Motor und wir geben 10 Jahre Garantie auf alle Edelstahl-Wärmetauscher für Öl- und Gasbrennwertkessel bis zu einer Leistung von 150 kW. Weiterhin haben Sie natürlich durch die integrierten Wärmemengenzähler sparen Sie sich zum einen Installationskosten, das muss dann der Heizungsbauer nicht nochmal zusätzlich installieren. Dadurch erreichen Sie dann auch die BAFA-Förderung. Wir haben ein patentiertes Verfahren der Gasmengenermittlung in diesen Maschinen eingesetzt. Dadurch können Sie direkt die Energiesteuerrückerstattung, die für die Kraft-Wärme-Kopplung vorgesehen ist, in Anspruch nehmen. Sie brauchen also in diesem Bereich keinen zusätzlichen Zähler für die Gasmengenermittlung. Und das Ganze, dadurch, dass es kompakte Abmessungen hat, genau wie die Gasbrennwert-Wandkessel auch oder die bodenstehenden Geräte, also eine einfache Installation. Beim bodenstehenden Gerät kommt dazu, dass Sie einen integrierten 175 Liter Heizwasserpufferspeicher schon direkt integriert haben. Dadurch, dass Sie die ganze auch frei im Raum aufstellen können, haben wir weniger Geräuschemissionen, die auf den Baukörper übertragen werden können. Und durch den nebenstehenden Trinkwasserspeicher, der für Sie frei wählbar ist, können Sie Ihren Komfort selbst bestimmen in dem Bereich. Sollte aber mindestens 200 Liter Inhalt aufweisen,
damit sie den Anforderungen an die BAFA-Förderung gerecht werden. Da ist dann einmal kurz nur dargestellt im System, wie das Ganze funktionieren kann. Einmal über eine Fernbedienung oder über ein Zeitprogramm, wo Sie selber vorgeben, nach Ihrem Verbrauchsverhalten oder nach Ihren individuellen Wünschen, wie Sie dann die Stromproduktion auch selber anfordern können. Oder hier die erwähnte Funksteckdose, in die Sie ganz einfach den entsprechenden Verbraucher einstecken und wenn der dann anspringt, wenn der also Verbrauch hat, die Maschine angefordert wird, sodass dann zum Bedarfszeitpunkt auch der Strom produziert wird. Dadurch erreichen Sie natürlich dann die maximale Eigenstromnutzung. Bei den Maschinen müssen Sie davon ausgehen, dass Sie ungefähr, wenn Sie diese Hilfsmittel nutzen, ungefähr 80% der erzeugten Stromleistung dieser Geräte auch für sich selber tatsächlich nutzen können. Circa 20% gehen dann ins öffentliche Netz und dafür bekommen Sie, je nachdem wie der Baseload-Preis gerade angesetzt ist, dann im Normalfall so ungefähr 6 Cent die Kilowattstunde und bezahlen ja in der Regel so zwischen 25 und 28 Cent die Kilowattstunde. Und da sieht man schon, es lohnt sich also hauptsächlich, wenn man natürlich den Eigenstrombedarf dadurch ersetzt, dass man ein solches Gerät einsetzt. Dann als erster Großserienhersteller oder als erste Brennstoffzelle in der Großserienfertigung möchte ich Ihnen die Vitrovoltor 300P vorstellen. Das ist einmal in Kooperation mit der Firma Panasonic, die Brennstoffzelleneinheit herstellt, entstanden. Die Lebensdauer des DEC, das ist ja die Hauptkomponente der Brennstoffzelle, beträgt 60.000 Betriebsstunden und von diesem Stack oder von dieser Brennstoffzelleneinheit sind seit 2009 schon mehr als 34.000 Einheiten im Feld, das heißt im Betrieb. Das heißt, wir können davon ausgehen oder wir gehen davon aus, dass wir eine sehr sichere Technik dort auch einsetzen. Das ist also wenn man so möchte, noch was in der Studie läuft, sondern das ist tatsächlich was schon tausendfach sich bewährt hat. Wie gesagt, die Maschine oder der Kessel ist für den Neubau gedacht und wir haben im Moment noch eine Einschränkung, bis Ende 2015 ist das Ganze erst einmal nur für den Einsatz mit H-Gas gedacht. Das hat was mit der Brennstoffzelle an sich zu tun. Wir arbeiten dann daran, dass das dann auch noch bei anderen Gasarten funktioniert. Dadurch, dass wir das Ganze als Kompaktmodule zusammengefasst haben, brauchen Sie natürlich entsprechend weniger Aufstellfläche. Das heißt, auch da haben wir dann schlussendlich hier, das ist der Bereich, da verbirgt sich die Brennstoffzellentechnik dahinter. Und hier haben wir im Endeffekt ein Kombigerät mit einem Gasbrennwert-Spitzenlastkessel und einem Heizungspuffer bzw. Trinkwasserspeicher direkt integriert. Das heißt, wir haben eine kompakte, komplett betriebsfertige Einheit für das Einfamilienhaus zur Verfügung. Ideal natürlich für Gebäude mit geringem Wärmebedarf und deshalb unsere Zielrichtung in den Neubau. Warum Neubau oder beziehungsweise die hochgedämmten Gebäude, das sehen wir jetzt anhand der Leistungen, die wir mit dem Gerät zur Verfügung stellen können. Die Brennstoffzelleneinheit an sich hat 750 Watt Leistung und hat eine thermische Leistung im Normalfall von 1 kW. Mit einem 19 kW Spitzenlastkessel stellen wir Ihnen dann eine entsprechende Leistung zur Verfügung, mit dem Sie im Gebäude auskommen. Und wir haben bei dem Gerät dann noch für die Trinkwarmwasserbereitung eine sogenannte Boost-Funktion mit 30 kW, die für den Warmwasserkomfort dann entsprechend zur Verfügung stehen. Das Wichtige bei dem Brennstoffzellenmodul ist dann auch, dass eine maximale Rücklauftemperatur von 40 Grad nicht überschritten wird. Das hat was damit zu tun, dass wir für den Brennstoffzellenprozess
dort Kondensationswasser für den Brennstoffzellenprozess selber nutzen. Damit wäre ich schon mit der Kurzvorstellung einmal durch. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch weiterhin eine interessante Ausstellung. Herzlichen Dank, Herr Hake. Ja. Herzlichen Dank, dass Sie perfekt in der Zeit geblieben sind. Ja. Damit können wir nämlich direkt sportlich übergeben zum Herrn Dr. Hamacher.